So, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Runde von GTA Vice City. Ich ziehe mir erstmal um, das ist mir im letzten Part aufgefallen, dass ich mit Golfklamotten die ganze Zeit die Rennen gefahren bin. Ich ziehe mir jetzt ein Hawaii-Hemd um. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal das letzte Rennen. Unser Cruiser steht noch hier, nehme ich den doch mal wieder mit. Repariere ich an meiner Garage und kann ich ihn auch wieder benutzen. Das letzte Rennen, das längste. Ihr werdet ja gerne schon im Titel sehen, was ich heute noch alles mache. Ich weiß es noch nicht. Ich versuche jetzt das Rennen zu fahren, in angemessener Zeit. Und in der Pole-Position klappt, müssen wir entspannen. Heute darüber zu berichten, was ich noch so alles vorhabe hier in diesem Projekt. Besser müssen wir wieder zum Autohaus gehen, damit wir da das nächste Rennen starten können. Autohaus ist hier vorne gleich schon wieder auf der rechten Seite in der Richtung Airport. Ja, ich wollte vorhin noch einscheren, sollte ich aber nicht. So, hier runter. Oh, komm. Fast 2000 Dollar hat er wieder generiert. Können wir ihn gerne mitnehmen. So, gleichzeitig wieder reparieren. Das Stuff ist auch schon wieder. Also das hält nicht so viel aus, wie ich dachte. Und Rennen 6. Vice City Endurance. Streckenlänge 6,1 Meilen, stark über 10.000 Dollar. Die haben wir aber auch durch die vorherigen Rennen. Und damit würde ich sagen, starten wir uns auf Racing Car wieder. Und machen damit das letzte Rennen. Schaut auch gleich hier vorne. Und dann können wir einmal durch die ganze Map fahren. Oder auf der ganzen Map. Und 3, 2, 1 und Start. Ja, das war klar, dass er vorspringen muss. Die bremse mich aus. Jetzt bin ich der Erste, das ist gut. Aber es kann sich immer noch ändern. Einmal dieser Langstrecke, wenn ich einmal einen Fehler mache, können die mich überholen, aber normalerweise sollte ich das schaffen, dass ich sie dann wieder einhole. Also was man sehen kann auf dieser Strecke, dass ich die Checkpoints nicht unbedingt erreiche. Dass ich gerne mal nur den Rand berühre, dass er dann nicht zählt. Und dass sowas passiert. Dann muss ich schnell wieder auf die Beine kommen. Da kommen die nächsten schon, die Gegner. Muss nur aufpassen, dass mein Fahrzeug nicht in den Rauch aufgeht. Wenn ich so viele Unfälle baue. Und hier vom Gas mal runtergehen. Und hier geradeaus weiter. Ich sag mal so, ich fahre die Rennen wirklich blind. Ich weiß nicht, wo ich lang muss und was als nächstes kommt. Ich habe die Rennen, glaube ich, noch nie gemacht. So, ab nach oben. Ups. Ah, aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich die Pain Spray fahren könnte. Aber es qualmt auch schon wieder mein Auto. Natürlich nicht ganz so gut. Getäuscht das nur? Ich weiß es nicht. Aber sein, dass ich getäuscht hatte. Da haben wir hier nach oben. Wie gesagt, wir müssen fast alle Straßen einmal befahren bei diesem Rennen. Das machen wir auch ziemlich. So, rüber zum Filmstudio. Wo wir da auch noch rüberfahren werden, bestimmt. So viele Kilometer, die wir fahren müssen. Oh, vorsichtig. Kein Polizeistern einfangen. Vor allem keine zwei Sterne. Die werden jetzt richtig stören bei dieser Mission. Oder bei diesem Rennen. Mission ist es ja nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass die mich jetzt noch verfolgen. Wir sind schon ganz schön weit hinten. Auf dem Radar wird man es, glaube ich, nicht sehen, wo die jetzt gerade sind. Ist auch nicht schlimm. Lassen uns davon auch nicht ablenken. Sonst passiert sowas, dass wir dran vorbeifahren. Ey, muss es doch jetzt 50 Dollar als guter Bürgerbonus geben, weil ich hier nur aufgehalten habe. Aber gut, das Spiel ist nicht so gnädig mit mir. Hätte ich vielleicht nicht überfahren dürfen. Gut, jetzt geht es in Prawn Island zum Filmstudio noch einmal vorbei. Um das Filmstudio mal rum. Na gut. Mein Beschäftigungsgeld, den habe ich weggerammt. Der macht hier gleich einen Abflug. Mein Auto hat deutlich noch ein bisschen mehr Schaden bekommen. Es qualmt schon weiß. Es gibt auch schon auf. Es ergibt sich. Und hier wieder runter. Und weiter. Richtung Vice City Mainland, glaube ich, heißt das hier. Richtung Downtown. Oben von der einen Filmstudio-Mission. Kenny Sucks. Was war das gerade? Eh, wollte das Auto mich eigentlich rammen? Ich weiß gar nicht. Sah irgendwie so komisch aus. Ja, ist eine Erinnerung, wenn mir so vorbeifährt, was wir alles gemacht haben. Hier steht Lafist. Ihre Limousine, hier haben sie einen Auftritt gehabt. Hier haben wir die Pizza-Mission gemacht. Hier die Feuerwehr-Mission. Die Polizei-Mission kommt noch.
Wir haben die Biker irgendwann mal befragt, ob sie uns helfen können. Hier haben wir auch einige Pizzen ausgeliefert gehabt, auf dieser Strecke. Eigentlich sind wir einmal Richtung Taxiunternehmen. Da haben wir auch ganz viel Spaß gehabt. Ein schönes Zebra-Taxi bekommen, womit wir auch später die Taximission machen werden. Kann ich das Geld mitnehmen, denn Zeit hätte ich zum Aussteigen, aber ich weiß nicht, ob ich aussteigen darf. Aber ich darf das Auto jetzt nicht mehr wechseln, wenn ich einmal das Rennen begonnen habe. Wo geht's hier hinten lang? Ich weiß es gar nicht, ob hier irgendwas Interessantes ist. Ich glaube, hier ist nichts Interessantes zu erzählen. Jetzt sind wir hier mal geflüchtet auf dieser Strecke. Ah, hier haben wir den Panzer des Colonels abgegeben, nur für den Colonel. Das Panzer gehört ja dem Militär. Und der Colonel hatte nur die Garage gemietet, wo wir den Panzer abgegeben haben. So, hier ist Umberto Urbina, glaube ich, in der Nähe. Auf der anderen Seite, glaube ich, von dem Haus. Und wir haben es geschafft. Und damit 40.000 Dollar Preisgeld bekommen. 25 nur. Das ging ja noch relativ schnell. Ich würde sagen, ich fahre jetzt zum Pole Position Club. Ich hoffe, den Amazon soll ich schaffen mit rund 300.000 Dollar. Und dann werden wir deine Tänzerin 300 Dollar zu stecken. Und dann hätten wir auch diese Mission geschafft. Und dann sehe ich in dem Zeitpunkt müssen, was wir noch so vorhaben. Ich glaube, 5 Minuten dauert das irgendwie, bis Tommy der Tänzerin da 300 Dollar gegeben hat. Ah gut, so viel Zeit haben wir auch noch. Ich dachte, das Rennen geht noch ein bisschen länger, aber gut, ich hatte ein schnelles Auto. Da war ich deswegen so schnell durch. Und wie kam ich denn zum Pole Position Club? Ich muss erst nochmal suchen. Hier war der Colonel, sind wir irgendwie geradeaus gefahren. Kann sein, dass es da gewesen war. Ich bin hinten auf die Straße rauf und bin bestimmt die nächste hier reingefahren. Also glaube ich irgendwo auf der rechten Seite gleich. Was rein. Ich glaube, das war doch hier. Dahin? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo der Pole Position Club ist. Der ist, glaube ich, in der nächsten Straße drin. Wenn er hier nicht war. Ja, Pole Position. Frage ich mal hier mit meinem schönen Rennauto. Dann würde ich sagen, kaufen wir den mal für sage und schreibe 30.000 Dollar. Nur ich dachte, der wäre teurer. Na gut. Pole Position Club gekauft. 30.000 Dollar. Dann gehen wir mal rein. Ich schaue mal kurz das Startgeld auf, das wir haben. 265188. Und auf meiner Liste steht, wir müssen der Tänzerin 300 Dollar geben. Bisher wird halt die Outfit bei Collar and Cuffs in Ocean Beach erhältlich. Wir müssen diese Tänzerin in diesem Separé jeweils geben. Jetzt rechnen wir mal 300 Euro davon ab oder 300 Dollar. Über Kopf rechnen kann ich noch. Ich meine hier 8, 8 und 1 mehr, dann sind wir bei. 7, 8. Ja. Wir müssen bis 264.888 Dollar machen. Und dann hätten wir diese Mission auch erledigt. Wir holen uns wieder Pole Position Club und generiert auch ein bisschen Geld. Darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht darum, was wir noch vorhaben in diesem Projekt. Ich habe jetzt die Sunshine Auto Rennen gemacht, so wie ich es auch vorhatte. Als nächstes werde ich ein paar Rallyes fahren. Da haben wir zum Beispiel einmal die PCG Rally und einmal die Pylon Rally. Die haben wir, glaube ich, schon mal begonnen, wo ich den Stallion oder ja, ich glaube, den Stallion, den wir gesucht haben. Da habe ich die Mission begonnen, aber ich habe gesagt, die mache ich jetzt nicht. Als nächstes hätten wir noch ein paar Geländemotorradstrecken, die wir machen werden. Und noch ein paar Heli-Checkpoint-Rallies. Die habe ich gedacht, mache ich so in dieser Reihenfolge, damit wir jetzt bei den Rennen bleiben. Und danach werde ich die Läden überfallen. Das geht eigentlich auch schnell. Dann werde ich mal gucken, ob ich die Stadion-Challenges mache und die Top-Fun-Missionen. Und dass ich dann die Monster-Suns mache, die versteckten Päckchen sammle, die Burger-Mission mache und dann die 100 Taxifahrten. Sodass wir dann ziemlich doch schon zum Ende des Spiels hinkommen. Dass wir dann doch schon dahin kommen, wo wir die Hauptmission beenden. Weil es ja keine richtigen Hauptmissionen sind. Missionen, die zur Story gehören, die nämlich die finale Mission einleiten. Zum Beispiel hat die Druckerei eine finale Mission, den Anfang davon. Ich schalte die richtige finale Mission frei. Verwirrend. Also ist es. Ich glaube, wir können ja bis dahin erstmal alles so ziemlich sammeln. Wir dann nur noch den Malibu Club brauchen, da kriegen wir Phil Cassidy, sage ich schon mal so viel. Den schalten wir frei. Und ich muss langsam reden, weil ich sehe, wir haben noch ein bisschen Geld, was wir ausgeben müssen. Dass wir dann den Malibu Club kaufen.
eine Mission noch machen. Brandy-Druckerei, dass wir da die letzte Mission machen. Man hat mir schon fast alles auf meiner Liste abgehakt. Zwischendurch muss ich noch die Schießstart-Mission machen. Und jetzt auch noch einen kleinen Vorteil, der nichts vergessen ist, weil das bringt doch ein bisschen. Gerade schnell nachladen, dann schießt man seine Munition leer. Sein Magazin. Und hat gleich das Neon-Magazin drin. Das bringt echt was. Vor allem nachher in der finalen Hauptmission. Wird doch irgendwas, was ich so auf meiner Liste sehe, was man machen muss. Sonst habe ich, glaube ich, alles erwähnt. Die Reihenfolge kann sich natürlich ein bisschen verschieben. Ich versuche es jetzt aber trotzdem organisiert und nach dem roten Faden zu machen. Das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit Rennen gefahren. Ich möchte auch gerne weiterhin bei Rennen bleiben. Ich jetzt wieder plötzlich irgendwas anderes machen. Das kann sich aber immer ändern, je nachdem, wie es gerade passt. Und ja, Rampages brauchen wir nicht machen in dieser Version, die ich hier spiele. In der deutschen Version sind sie nicht erhalten. Habe ich schon mal erzählt, zwei Missionen sind rausgenommen worden in der deutschen USK 16 Version. Genauso wie einmal die Rampages, die wir auch nicht machen müssen. Nein, schade. In GTA 3 sind sie, glaube ich, wieder drin in dem Spiel, was ich habe. In der Vision. Immer unsicher. Aber gut. Wenn ich so auf die Liste gucke, haben wir fast alles dann erledigt. Ah, es gibt noch eine Attentäter-Mission, die wir auch freischalten. Aber erst nachdem wir den Mario-Club gemacht haben. Und sonst hätten wir aber so ziemlich alles. Und die letzten 100 Dollar werden jetzt auch nochmal ausgegeben. Und zwar... Jetzt haben wir 200 Dollar ausgegeben, müssen nur 100 Dollar ausgeben, wenn ich mir nicht verrechnet habe. Aber wir haben ja mit 188 Dollar angefangen. Hier müssen wir noch bis 264.888 Dollar weiter ausgeben. Ob ich die ganze Zeit Lust hätte, jetzt zuzugucken, wie er da sitzt und vor ihr zu tanzen, weiß ich nicht. Wenn man es nicht erhöhen kann, wie viel mehr Geld man ausgibt, das wäre auch ganz praktisch. Also müssen wir eben ein bisschen warten. Wir sind bei 12 Minuten schon ungefähr. Eigentlich hätten wir noch ein bisschen Zeit. Die Frage ist nur, was machen wir in dieser Zeit? Ich möchte nicht so viel machen. Gut, ich kann natürlich mit einem Rennen oder so anfangen. Oder ich kann jetzt die Skistart-Mission noch machen. Die geht eigentlich doch relativ schnell. Das ist ein guter Abschluss. Weil dann müssen wir die Schießstände nicht mit drin irgendwie machen. Was wir unterwegs doch brauchen sollten, die Munition. Dann können wir sie ruhig, oder die Waffen, können wir sie ruhig schnell nachladen. Würde ich sagen, können wir gleich nochmal die Schießstand-Challenge machen. Wir müssen eh nach Downtown für die nächsten Missionen oder die nächsten Rallyes und Rennen. Und es ist nicht schlecht, wenn wir da hinfahren und die Schießstand-Challenge vorher machen. Ich hoffe, das war bis jetzt alles wahrscheinlich, was ich so gesagt habe. Wir sind auch gleich durch. Mit einer schicken Tänzerin, die jetzt erstmal ein richtig hässliches Gesicht hat, wie ich finde. Das sieht so künstlich aus. Klar, ich meine, das Spiel kommt aus 2003. Das ist normal, dass die Figuren so aussehen. Ich habe mich direkt noch ein bisschen den Kopf hin und her zu der Musik. Ja, nicht ganz auf dem Takt immer. Aber trotzdem. Gut, 10 Dollar, nee, 5 Dollar noch. Und wir haben ja jetzt 100 Dollar gegeben. Ich mache noch einmal 5 Dollar mehr. Dann sind wir wirklich auf der sicheren Seite. Sehr schön. Kann ich wieder verlassen, so. Ja, Pole Position Club erworben. Der Pole Position Club sorgt nur für ein Einkommen von bis zu 4.000 Dollar pro Tag. Hol dir dein Geld regelmäßig. Komisch, hier steht ein anderer Text als sonst. Ob es Absicht war oder nicht, weiß ich nicht. Wir sind jetzt 300 Dollar ärmer. Das kriegen wir ganz schnell wieder zusammen. Jetzt angekündigt, und das mache ich jetzt auch noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde die Schießstand-Challenge in Downtown machen. Ja, als Abschluss des Parts ganz gut eigentlich. Ich glaube, hier gibt es keinen Schießstand. Diese Ammunition, wo ich gerade bin, oder wo ich gerade wegfahre von. Ich glaube, die gibt es nur in Downtown. Und wie gesagt, ich kann immer noch meine Meinung wechseln, wie ich das am besten mache. Ob ich jetzt nur Rennen fahre oder ob ich noch die Läden überfallen vorher zwischendurch mal wieder. Oder überhaupt mal. Das weiß ich noch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich gleich voll niesen muss. Das kribbelt jetzt schon in der Nase. Das werde ich wahrscheinlich rausgeschnitten haben, wenn ich jetzt niesen sollte. Und den Weg nach Downtown zu finden ist auch nicht schwer. Einfach der große Straße entlang. Und ich freue mich wirklich, dass wir den einen Tag die Export-Mission abgeschlossen haben. Wenn ich jetzt noch machen müsste, ich weiß nicht, was ich dann gemacht hätte. Wenn ich noch mal was gesucht hätte. Und ich glaube, das werde ich auch alles in ein Part lassen. Gar nicht erst splitten oder so. Kann man ruhig den Part überspringen, wenn das eigentlich interessiert, wie ich die Autos suche. Aber ich denke mal schon, dass ich da irgendwie was geschnitten habe oder so. Noch habe ich den Part nicht bearbeitet, aber es kommt noch. Und dann weiß ich auch genau, wie ich das gemacht habe. Weiß nicht, ob der Cheater oder der Hot Wing Racer schneller ist. Ich würde sagen,
Der Cheater, aber ein Auto ist noch schneller als der, glaube ich. Immer noch nicht geguckt, welches das ist. Muss ich wirklich mal machen. Ich habe eine Sirene hier drin, dann können die Autos auch ausweichen. Ist aber für Gegenfahrer war ein klein bisschen doof. Dann crashen sie doch mehr. Ich mache die Sirene mal wieder aus. So, wir sind jetzt mal Monation. Und machen aber schnell die Schießstand-Challenge. Hoffentlich kriege ich die auf im First Try hin. Ansonsten machen wir es eben nochmal so lange, bis wir es geschafft haben. Müssen wir, glaube ich, 45 Punkte treffen. Oder erzielen. Mal gucken. Schießstand. Kann ich die noch gar nicht machen? Kann ich die erstmal, nachdem ich die eine Mission gemacht haben? Habe. Kann natürlich sein. Dann tut es mir leid, dass ich euch was Falsches erzählt habe. Kann ich die wahrscheinlich noch gar nicht machen jetzt. Okay, tut mir leid, dass ich irgendwas Falsches erzählt habe. Muss ich wahrscheinlich erstmal eine andere Mission vorher machen. Tut mir leid, dass wir umsonst hergefahren sind. Da haben wir den Part ein bisschen künstlich gestreckt. Aber ist ja nicht schlimm. Ich fahre es einfach schnell speichern. Und dann sehen wir uns morgen wieder im nächsten Part. So, wo fahren wir hin zum Speichern? Ich würde sagen, die Druckerei ist, glaube ich, das nächste. Die Druckerei. Wie kommen wir immer auf Druckerei? Ich meine, das Taxiunternehmen. Ich weiß nicht, wo ich mal Druckerei zwischendurch sage. Die wäre hier vorne irgendwo. Hier ist Phil's Place, da kommen wir später auch nochmal hin. Aber momentan noch nicht. So. Können wir hier eigentlich auch spielen? Ey, du Deko. In San Andreas hätten wir spielen können, glaube ich. Na gut, ich speichere hier. Ich wollte sagen, das war's für heute. Lasst eine Bewertung oder ein Abo da, vielleicht auch beides. Ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dann, euer 2RD und tschüss.